Ich war schon als kleiner Puppe, mit 6 Jahren bin ich die Streif runtergefahren mit meinem Vater. Also runtergefahren, so würde ich sagen, runtergerutscht. Das war natürlich wow, die Streif, der Mythos, der Klassiker, atemberaubend. Und dann war mir irgendwann klar, ja, ich kann das Hobby zum Beruf machen. Und ja, so hat sich das ergeben. Dann bin ich auf die Speed-Seite gewechselt. Der Kick und der Spaßfaktor, der war so groß für das Speedfahren. Und ja, so hat es seinen Lauf genommen. Es ist einfach so, als Abfahrer, der Kick alleine oder das Adrenalin, wenn man am Start steht, das schießt das in den Körper rein. Man bekommt eine gewisse Anspannung, man weiß nicht, was passiert. Man ist gut vorbereitet und man kriegt eine gewisse Nervosität rein. Ja, und das ist einfach ein brutaler, extremer Kick, was es einfach ausmacht, Abfahrer zu sein. Wie auch die Strecken, die weiten Sprünge, hohen Sprünge oder das Fliegen, sage ich mal, mit hoher Geschwindigkeit, das ist einfach so, ja. Sowas, das muss man spüren und das, wenn man das einmal gespürt hat oder mehrmals, dann will man das immer wieder und ja, so ein bisschen Adrenalin-Junkie wird man dann. Und das macht es einfach aus, Abfahrer zum sein. Und es macht einfach extrem Spaß, klar. Mein Vater, der hat riesen Fußstapfen hinterlassen. Der hat 2x Kitzbühel gewonnen. Und ich glaube, das ist so ein Ziel für jeden Abfahrer. Also Kitzbühel zu gewinnen, das ist einfach meiner Meinung nach das Höchste, das Größte, das Beste. Da wird man geehrt als Abfahrer. Und das ist auf alle Fälle mein Ziel und meine Vision, das zu schaffen.